Herzlich willkommen zu meinem fünften Video aus meiner Reihe Share X13.0. Da geht es heute darum, ein Video als animiertes GIF aufzunehmen. Das heißt, ich mache einen Screencast und der Screencast wird als animiertes GIF gespeichert. Ja, was soll man mal da berücksichtigen? Es geht einmal darum, animierte GIFs beinhalten keinen Sound. Das heißt, wenn du wirklich einen Ton mit einbauen möchtest, also etwas sagen möchtest, Anleitung geben möchtest, dann empfehle ich dir mal das erste Video dir anzuschauen. Du machst dann einen Screencast und speicherst das als MP4, aber wenn du sie als GIF haben möchtest, also auf einer Webseite veröffentlichen möchtest, dann ist das vielleicht eine ganz geschickte Möglichkeit. Wieder mal die entsprechenden Voreinstellungen. Man geht einmal hier auf Aufgabeneinstellungen mit einem Doppelklick und schaut dann, was man hier eben einstellen sollte. Ich gehe dann hier mal auf Aufnehmen. Da gibt es mal nicht wirklich was zu machen. Ich gehe auf Bildschirmaufzeichner. Und da stelle ich dann ein, dass die Aufgabe nach 3 Sekunden etwa startet. Also das wäre ein wesentlicher Bereich, der ganz wichtig wäre. Dann gehe ich hier auf Bildschirmaufzeichnungsoptionen. Schaue, ob ich hier den MPEG-Pfad heruntergeladen habe, dann ist hier grün. Wenn es nicht wäre, dann gehe ich hier auf Herunterladen. Er ladet hier diesen Codec herunter, der mir es ermöglicht, dann eben etwas aufzunehmen. Das funktioniert ja auch sehr gut, weil das erfolgreich funktioniert. Das ist schon mal sehr günstig. Dann ist der Rest an und für sich dann leicht möglich. Ich habe hier GIF, sind hier Einstellungen vorhanden, habe also nicht wirklich mehr noch viel zu machen. Dann klicke ich auf, ich mache das hier zu, das mache ich ja auch zu. Dann schaue ich wieder hinein, welche Hotkey-Einstellung habe ich. Sie könnt hier mit der Tastenkombination dann anfangen, zum Beispiel etwas zu machen. Ich hätte hier zum Beispiel das Bildschirmaufzeichnen, Ctrl, Shift, Print Screen, dann würde das als GIF dann zum Beispiel starten, diese ganze Geschichte. Du kannst es natürlich auch über Aufnehmen machen. Wenn du hierher gehst und die entsprechend dann Bildschirmaufzeichnung aussuchst, dann wird das Ganze dann dementsprechend dann auch gestartet. Das mache ich jetzt einmal. Ich werde dann praktisch gefragt, wo hier dieses Kreuz praktisch ist. Ich ziehe jetzt den Bereich auf, in dem aufgenommen werden soll. Es zählt mein Counter runter, den ich vorhin eingestellt habe. Dann kann ich hier irgendetwas machen, rechte Maustaste, rauf, runter schieben. Also ich kann das alles aufzeichnen, was in diesem Bereich ist. Klick dann auf Stopp. Er braucht dann dementsprechend dann, je nachdem wie schnell dein Computer ist, braucht er halt dann Zeit, dass er dann ein GIF erzeugt. GIF ist ja nichts anderes als eine Reihe von Bildern, die er macht. Und die packt er dann in eine Datei. Jetzt ist mir hier rechts unten angezeigt. Dann wird das dann hier als GIF, das sitzt hier oben den Dateinamen, wird das hier dementsprechend dann alles abgespielt. Ja. Wenn ich mir anzeigen lassen wollte, wo ich das gespeichert habe, gehe ich hier in mein Programm auf Screenshot-Ordner. Es geht dann auf, ich habe hier die Datei und wir sehen dann, das hat jetzt eine Größe von 860 KB. Das ist also noch nicht dementsprechend sehr viel. Ja, keine Töne hat so eine GIF, animierte GIF-Grafik. Wir können auch keine Wasserzeichen einfügen und der Bildbearbeitung in dem Sinne, wie ich es im vorgehenden Video gezeigt habe, mit Pfeilen und so weiter, ist auch nicht möglich. Ja, jetzt danke mal für deine Aufmerksamkeit. Das nächste Video wird für dich auch sehr spannend sein.